Hallo und willkommen zurück bei Dead Cells. Ja, und mir ist da etwas passiert. Ich glaube, man kann es schon sehen. Hier sieht man es auch. Und zwar habe ich die zweite Boss-Seele bekommen. Aber ich war offscreen. Und zwar aus dem Grund, ich wollte nicht in der Aufnahme Seelen farmen, weil die letzte Folge, wo ich Seelen gefarmt habe, hat dann halt Dislike bekommen. Und dann habe ich mir so, okay, dann machst du das halt nicht. Oh, nett. Und ich gesagt, okay, machst du offscreen. Und dann habe ich dann halt bis zur Gipfelbucht offscreen gespielt. Und ich habe wirklich alles mitgenommen. Ich habe so fast alle 60er gemacht. Ich glaube, ich habe nur einen nicht gekriegt. Also nur ein Level, kein 60er. Also mit 60er meine ich, dass die hier 60 Kills ohne getroffen zu werden. Ja. Und dann habe ich in der Gipfelburg die Aufnahme gestartet. Und dann in der Gipfelburg wurde ich fast komplett auseinandergefickt, dass ich alle Leben verloren hatte. Also ich habe mich dann alle meine Heals, ich hatte komplett Heal voll. Und ich habe alle meine Heals dann verloren. Da habe ich gesagt, nee, darauf habe ich keinen Bock, weil ich war richtig gut equipped. Ich hatte einen goldenen Assassin-Dolch, der Schaden gegen Frost plus diese 200% da fast macht. Ja, dann hatte ich natürlich wieder beide Frost-Sachen. Aber ich hatte dann auch eine ziemlich geile Granate, die plus 20% Schaden gemacht hat und plus den Frostschaden. Also schon richtig nice. Und dann habe ich die Aufnahme beendet und habe gesagt, okay, machst es offscreen, wenn es dann schaffst, ja, Pech, ne? Aber dann schaffst du es wenigstens, dann hast du es wenigstens geschafft, weil ich garantiere, wenn ich es onscreen gemacht hätte, hätte ich es nicht geschafft. Dann wäre ich gestorben. Weil dann bin ich am Labern und am Labern und bin ich 100% aufs Spiel konzentriert. Ja, um 100% aufs Spiel konzentriert zu sein, kann ich aber nicht labern. Dann höre ich auf zu labern. Und dann fokussiere ich mich so stark aufs Spielen. Ich meine, selbst in der Aufnahme konzentriere ich mich ziemlich stark. Oh, jetzt darf ich gar nicht. Aber da ist es trotzdem, selbst wenn man dann irgendeinen Blödsinn labert so und sich komplett aufs Spiel konzentriert, ist man trotzdem immer noch irgendwie am Labern und nicht hundertprozentig konzentriert. Dafür bin ich einfach nicht gut genug im Spiel. Ich habe aber tatsächlich noch mal überlegt, auch andere Sachen zu skillen. Wir spielen jetzt im zwei Bosszellen-Modus. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ne? Denn hier gibt es doppelt so viele Seelen. Und ich habe mir dabei erhofft, dass ich dann einfach schneller vorankomme, was natürlich ein bisschen komisch ist, wenn ich dann gar nicht überhaupt so weit komme. Also ich muss dann auch sagen, ich habe dann, nachdem ich es geschafft habe, habe ich dann ein Durchgang, ja, was heißt ein Durchgang, ich habe einmal diesen Level hier gemacht in dem schweren Modus und bin dann aber direkt in der Promenade gestorben, direkt am Anfang. Das heißt, ich bin gar nicht weit gekommen und habe gesagt, okay, dann nimmst du jetzt auf, bevor du jetzt weitermachst. Oh. Na, das heißt, jetzt wird das Seelen, also ohne Scheiß, ich war richtig schnell. Muss man dazu sagen. Sonst steht man ja immer am Ende, braucht man so, ja, wie lange habe ich immer gebraucht? So 50 bis eine Stunde oder so. Und ich war bei 40, war ich durch, komplett. Und ich habe nur, und ich habe bis auf ein Level alles nur 60er gehabt. Also nicht einmal getroffen werden und so.
Na gut, die einzigen Level, wo ich getroffen wurde, waren beide Bosse. Da wurde ich trotzdem getroffen. Na gut, dann haben wir die Promenade auch durch. Wo laufe ich denn hin? Auf jeden Fall nicht da, wo ich hin will. Wir gehen in die Promenade. Wir brauchen auf jeden Fall die drei Bosszellen. Ah, ich habe den Timer gar nicht gestellt. Einen Moment. So. Was? Ich habe den 30er nicht geschafft. Das ist traurig. Ich gebe jetzt aber alle Seelen aus. Ach ja, und ich habe einen Blueprint gefunden. Auf den Dächern. Eine Betäubungsgranate. So, wir gehen auf die Geldreserve. Ja, hiervon ist nichts gut. Wir haben jetzt... Ja, eigentlich können wir von vorne anfangen. Wir haben den 30er nicht gekriegt. Keine gute Waffe am Anfang. Dann wird eh nichts. Aber wir nehmen jetzt jede Seele mit. Gut, bringt natürlich jetzt nichts. Ich hatte ja vor, immer nach dem Boss alle Seelen auszugeben, um das da voll zu kriegen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich jetzt die ganzen Seelen ausgebe und es und ich es gar nicht bis zum ersten Boss schaffe. Das wäre bitter. Aber ich kann durchaus sagen, dass bis jetzt sind mir keine schwereren Gegner in einem Level aufgefallen. Also es sind dieselben Gegner wie jetzt bei einer Bosszelle, nur dass es viel mehr sind. Wow, ist das dein Ernst? Wobei ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie auch schneller sind. Aber gut. Ja, lächerlich. Zum Glück haben wir unsere Seelen ausgegeben. So, gucken wir mal nach. Na, wir können jetzt halt hier Seelen farmen. Oder hier, aber guck mal, zweimal mehr Seelen bei Gegnern finden. Aber die Heilbrunnen sind weg. Ich kann nur noch meine Fläschchen auffüllen. Boah, das ist aber teuer, dieses Teil, ne? Egal. Wir probieren es aus. Ach stimmt, habe ich ja jetzt schon. Muss mal gucken, wer hier alles noch Entwürfe gibt. Peitsche war auch gar nicht so schlecht. Aber ich würde gerne auch noch mal eine Fernkampfrunde machen. So, jetzt behalten wir den aber. Falls wir ihn doch noch brauchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich den richtigen getroffen habe. Ach ja, der ist ja unbesiegbar. Scheiße. Ja.
Mann! Lasst mich in Ruhe! Okay, blutrünstiger Schild. Alles für die Blueprints. Vielleicht sollten wir uns die Blueprints aber im Easy-Mode holen. Einmal schnell durch den Easy-Mode rushen. Sollte eigentlich kein Problem werden. Okay, wir machen Kompromiss. Wir rushen nicht durch den Easy-Mode, sondern wir rushen durch den schweren Modus, also den Ein-Boss-Zellen-Modus. Weißt du, jetzt habe ich ihn einmal geschafft und jetzt meine ich so, ja, komm, easy und... Also wichtigstes Priorität hat den Blueprint in Sicherheit bringen. Ich meine, ist jetzt sowieso schon RIP, ich habe 2 Heals im ersten Level verbraucht. Na gut, wer weiß, ne? Vielleicht werde ich jetzt nicht einmal mehr getroffen, ne? Dann ist noch alles drin. Ich sag dir, den habe ich bis jetzt nicht einmal ohne Schaden überstanden. Diesen Level hier. Also das hier. Warum mache ich es denn jetzt wieder so? Weil ich alles brauche. Oh, wow, das war noch unnötig. Ey, ich habe gerollt, Alter. Was ist los mit dir? Ach, weißt du was? Komm, wir sterben. Ach, scheiße, ich habe einen Blueprint. Egal. Ist mir vollkommen egal. Ich gehe jetzt in Easy Mode und hole mir alle Blueprints. Easy Mode. Ich habe aber nicht genug Geld. Boah, ey, nur Müllwaffen? Was ist das denn? Ja gut, die Fackel ist gut. Ach ja, ich habe ja nur eine Fackel. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Da ist die Fackel schon cooler. Wo ist denn das Ding denn, verdammte Scheiße? Oh. Lächerlich. Hä, ist das nicht immer am Anfang? Na super. Ja, man sieht direkt, ne? Ist wieder total unkonzentriert. Ja komm, stirb. Eine goldene Lanze. Ich mag diese Dreckslanze nicht. Ich finde die scheiße, richtig scheiße, die ist viel zu langsam. Dann nehme ich lieber den Hammer. Ich habe letztens eine Runde mit Kunai gemacht, also Kunai als Hauptwaffe, das war jetzt gar nicht schlecht. Weil auch nur Müll war. Ist das dein Ernst? Da war ich... Nee, da war ich noch nicht. Wie komme ich denn da hin? Hä? Habe ich hier was übersehen? Vielleicht muss ich hier den Weg nochmal zurückgehen. Tatsache.
Gut, ob sich das rentiert, ist natürlich eine andere Sache, aber 500 Gold ist 500 Gold. Ich bin in Easy Mode gekommen für diese Kack Blueprints und jetzt kriege ich hier nicht diese Teile. Muss ich es wieder kaufen oder was? Gegner sind aber echt lächerlich, ey. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, weil mir das einfach zu lächerlich ist in dem Modus hier. Voll überheblich, ne? Richtig überheblich, der arrogante Assi da. Der muss jetzt sterben. Oh. Der hat immer noch zu viel. Nicht sterben! Okay, wir haben den Bogen mit immer vollen Köcher. Auch nicht schlecht. Wobei Pfeile bis jetzt eigentlich nie ein Problem waren. Aber eigentlich kann ich jetzt wieder aus dem Easy-Mode rausgehen, ne? Also wieder neu starten. Der letzte Schuss wird ein kritischer Treffer mit unbegrenzter Munition. Das ist der richtige Verarsche. Na, ich spare jetzt einfach nur, bis ich wieder genug Gold habe. Ich brauche das alles nicht. Zu mich verarschen. Okay, ich muss tatsächlich eine Mutation machen. So, ich hole mir jetzt nur 10.000 Gold, dann sterbe ich. Und hole mir wieder die Jägergranate. Das heißt, es wird jetzt nur eine Blueprint-Folge. Ich brauche 750. Ich hole mir aber 10.000. Ja, warum nicht immer so schnell und so einfach? Ich bin in letzter Zeit immer übelst vorsichtig dadurch, weil ich unbedingt den 60er haben wollte. Aber man kann es auch schnell machen. Funktioniert anscheinend auch. Danke. Da bin ich ernsthaft im letzten Schlag nach rechts ausgewichen. Sonst wäre der tot gewesen. Naja, ist ja egal. Wir brauchen die Kohle. Schon wieder? Ich glaube, ich muss da einfach nur noch durchrennen. Lass mich in Ruhe! So. Ja, komm, nehmen wir mit, weil es ein Zweier ist. Ist doch egal eigentlich. War im Brunnen irgendwas drin? Ne, hier war nichts, oder? Doch, und was ist das? Schwere Armbrust? Schwere Armbrust ist scheiße. Ich hab's letztens, also
als ich Seelen gefarmt hat, habe ich es mal probiert. Und ich habe nur Schaden genommen, weil die so scheiße langsam ist. Die ausbalancierte Klinge ist wenigstens schön schnell. Ich gebe doch jetzt kein Geld aus. Ich gehe auf 10.000 und sterbe. Ich habe nicht mal wirklich Seelen. Obwohl ich eigentlich alles gekillt habe. Na gut, 10.000 habe ich nicht geschafft. Brauche ich aber auch nicht. Hauptsache 7,5. Blueprints. Wir sind nur wegen den Blueprints hier. Ja komm, wir machen aber mal. Ist ja sonst echt lächerlich. Vielleicht geben die ja mehr Geld. Dass die mir hier direkt wirklich gutes Equip am Anfang geben. So, diese Dinger habe ich. Die hier brauche ich auch nicht. So, das heißt, ich muss noch mal einen Schützen, einen Schild und die mit den Granaten muss ich auch noch mal ausprobieren. Der hat echt überlebt. Na gut. Dann können wir weitergehen. Wenn ich nur mal den vernünftigen Bogen am Anfang bekommen würde. Okay, hier war nichts. Wir gehen mal da hoch. Das habe ich mir nämlich gedacht. Aber es geht trotzdem weiter. Okay, hier geht's zur toxischen. Hier muss ich natürlich auch noch ein paar angreifen. So, wir haben die 30. Brauchen wir nicht. Wäre jetzt peinlich, wenn er mich getroffen hätte. Hätte ich nämlich doch gebraucht. Brauchen wir nicht. Das war nicht nett. Wenigstens schon mal eine Zweiergranate. Die ausbalancierte Klinge macht einfach keinen Schaden. Braucht was, was krittet. Ich hab doch kein Geld für sowas aus. Oh,
für sowas? Hauptsache es krittet. Ach, Kacke, ne? Tschüss, Eisgranate. Hätte ich eigentlich liegen lassen können, ich doof. Ne, hätte ich nicht, okay. So. Oh, hier gibt's gar keine Schützen, ne? Gibt's hier die Schildtüten? Komm, wir gehen auf die Granate. Na komm, wir safen. Wobei, jetzt kann ich ja ausgeben, dann können wir die Granate upgraden. Ja, wobei, die ist ein Vierer, ich upgrade nichts mehr, was unter 4 ist. Unter 5 meine ich. Außer ich habe genug Geld. Aber ich habe ja kein Geld. Richtiger Bait, diese scheiß Jägergranate. Aber ich müsste eigentlich mal alle Blueprints, die ich habe, auch freischalten. Oh, den safen auf jeden Fall. Ja. Scheiß auf die Jägergranate. Probieren's noch mal so. Ich hätte lieber einen Kunai als Zweitwaffe. Wir gehen jetzt noch mal auf Taktik. Volles Taktikbild. Ey! Dass da einer mitschießt, war nicht geplant. Nein, Alter, spring doch an die Kette, du hässlicher Hässler. Ja, der ist hässlich. Ich will sterben. Ja, komm, ich sterbe jetzt wieder. Nein, tue ich nicht. Aber habe ich gerade gedacht, komm, jetzt sterb und mach's anders. Aber ich will auf Fernkampf. Wenn ich jetzt neu starte, kriege ich nicht mehr die Waffe. Wobei, bei meinem Glück kriege ich eh keine bessere Waffe. Also bei meinem Glück krieg ich echt keinen besseren Bogen. Na gut, wenn ich eine bessere normale Waffe kriege, nehme ich die trotzdem mit. Jetzt läuft ja alles gut.
Ich würde es zwar echt gern machen, aber ich will kein Geld dafür bezahlen. Nein, ich mach's nicht kaputt. Nachher muss ich 25 töten. Wo bleibt er denn? Die hauen einfach ab. Komm wieder her. Scheiß Jägergranate. Ich brauche Geschütztürme, wenn ich so spielen will. Eine Wurffackel. Wäre natürlich auch nicht schlecht dann. Hätte ich mich fast auch noch treffen lassen, ey. Ey. Danke, deswegen heile ich mich nicht. Meine Hoffnung liegt auf dem Essen. Boah. Nur Müll. So. Drin hier. Oh, das ist jetzt schwierig. Kunai? Oder ein Turret? Alter, der ist plus 2. Ach, die sind alle plus 2. Na komm, wir nehmen den. Vielleicht nehme ich auch eine Fackel oder so. Wir könnten den Bogen und immer vollen Köchern. Hier den Gegner, der dann 20 Sekunden lang erleidet. Eisarmbrust. Der wäre aber auch nicht schlecht, der Schnellfeuerbogen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, ne? Auf was skillen wir denn, wenn wir auf Taktik gehen? Ein Treffer und du bist tot. Wenn sich kein Gegner in meiner Nähe befindet, was heißt denn in der Nähe?
Warte, gilt das grundsätzlich 5% GP wieder her? Oder immer nur dann, wenn ich einen Fluch habe? Müsste man mal ausprobieren, ne? Das wäre eigentlich gut, so oft wie ich in Fallen laufe. Also, das Abschiedsgeschenk kann ich mir gar nicht leisten. Den Reißer kann ich auch nicht leisten. Gelassenheit kann ich mir leisten. Kein Gegner in meiner Nähe. Den kann ich nicht... Was? 25.000? Alter. Wenn dich in der Nähe einer stationären Fähigkeit auffällt. Also das, das und das. Ich meine, ich habe ja ein Geschütz. Um das Geschütz auszurüsten, das ist ja lächerlich teuer. Ja, direkt wieder hier die Fallen. Ich glaube, es hackt. Er brennt. Der hat meinen Geschützturm zerstört. Lächerlich. Was? Wieso? Ach so, ich krieg ein Schild. Ich war ernsthaft zu langsam. Oder ich versuche mit dem Schild zu arbeiten. Ich meine, es funktioniert ja. Wenn man es schafft, mit dem Schild richtig zu parieren. Okay. Jetzt habe ich extra Gelassenheit geholt. Was für eine Verschwendung. Da gehe ich lieber auf Hayabusa-Handschuhe oder Stiefel, was auch immer die bringen. So wird's gemacht. Mal schon viel schneller und besser hier. Weil finde ich auf dem Bogen eigentlich ziemlich cool. Aber es will halt nicht so, wie ich will. Oh, jetzt kriege ich auch noch was, das besser ist als der Fehler. Aber nicht gut genug. Komm hoch hier. Ach so. Ups. Och nö. Noch nicht. Ist nicht gut genug. Die Fackel ist cool, aber um wirklich voranzukommen, muss ich einfrieren können. Jetzt gibt er mir einen Bogen. Aber auch nur einen Einser.
Jetzt gibt er mir einen Bogen. Eine Armbrust. Aber auch nur ein Einser. Ich bin doch im 2-Seelen-Modus. Ja, bin ich. Weil irgendwie ist es gerade ein bisschen lächerlich. Ja, der Fehler, der rockt einfach hier durch. Oh. Zoom. Schön erstmal eine mit der Fackel ins Gesicht. Brauchen wir nicht. Was? Du wolltest es doch nicht mehr machen. Ich weiß. Selber schuld. Selber schuld. Selber schuld. Peinlich. Selber schuld. Oh. Er gibt mir auch so den Blueprint. Wie komme ich denn dagegen an, Alter? Selber schuld, selber schuld. Hättest du es nicht verkauft, hättest du es behalten, dann sähe jetzt alles anders aus. Naja. Wie gut, dass kleine Sünden direkt bestraft werden, ne? Warte, hier gibt's doch was zu essen. Oder? Nicht? Habe ich kein Geld für. Vielleicht sollte ich auch mal in die toxische gehen, aber nee, die ist mir zu toxisch. Soll ich es riskieren? Ich gebe lieber erstmal alles aus, bis ich überhaupt mal geschafft habe, zum Boss zu kommen. Eine große Explosion, aber die sind alle gar nicht so gut wie die kleinen. Eine Fackel. Aber die kriege ich doch auch am Anfang. Der letzte Schlag wird ein kritischer Treffer. Ich würde gerne echt mal die Hayabusa-Handschuhe nutzen.
Ich glaube, ich gehe mal auf die. Ja, komm, ich nutze einen Heal. Sonst sterbe ich ja direkt. Hat der nicht eine Kugel geschossen? Oho. Haha. Er brennt. Wir können alle mal brennen. Alter, der hat echt geschafft, die noch zu schießen. Was ein Asi. Oh. Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Leute her? Na toll. Ich wollte gar nicht reingehen, aber der letzte Schlag hat sich nicht verhindern lassen. Hier drunter ist ja noch mehr. Hab ich hier was übersehen? Also hier auf jeden Fall nicht. Alter, 5 Seelen, dein Ernst? Kann man das irgendwie vermehren? Vielleicht muss man da am Ende reingehen. Das war doch hier irgendwo, ne? Ja. Sammel doch mal das ganze Geld ein, Mensch. Nichts Besonderes. Hopp. Hopp, hopp, Reiter. Ich glaube, ich gehe echt nochmal in die Toxische. Oh, so unkonzentriert. Na egal, das war's für diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also bis dann. Ciao.